Sunshine hieß einmal Anita Menzel, aber das ist mehr als 10 Jahre her. Seitdem sie 12 ist, lebt sie auf der Straße. Kaum ein Ort in Berlin ist so eng mit ihrem Leben auf der Straße verknüpft wie der Alex, der Alexanderplatz. Am Anfang, wo ich so oft auf die Straße gekommen bin, da, wenn da jemand gestorben ist, ist mir das doch noch sehr nah gegangen. Und inzwischen wird mir das, also ist es mir eigentlich so ziemlich, na, gleichgültig, nicht wirklich. Aber ich bin dann nicht mehr so geknickt. Straßenkinder soll es bundesweit geben, ein Drittel davon in Berlin. Am Alex trifft sich die Szene. Auffallend ist, die Straßenkinder werden immer jünger. Horek, 14 Jahre alt. Wenn man viele Winter draußen verbringt, dann ist man halt auch abgehärtet gegen den Nächsten und irgendwann ist es einem auch scheißegal. Was heißt viele Winter? Wie viele Winter hast du schon draußen verbracht? Also ich nicht, aber die anderen so. Es ist jetzt mein zweiter Winter draußen. Sweetie ist mit Borek zusammen. Seit 3 Jahren lebt er auf der Straße und sagt, es ist ein Scheißleben. Neben der U-Bahn gibt es ein Abbruchhaus. Dort haben sie oft übernachtet. Kann ich den Ort mal sehen, wo ihr da schlaft? Ich glaube, das ist alles abgeriegelt geworden von der Polizei. Weil hier ist eigentlich eine Freundin von uns gestorben, von einer Überdosis. Ja, wurde, glaube ich, alles abgeriegelt, weiß ich jetzt zwar nicht. Ich war schon ewig nicht mehr in den Haus. Also aktuell schlaft ihr da jetzt nicht in dem Haus? Nee. Sondern bei Freunden. Wenn man sie anspricht, steht man sofort mitten in ihrem Leben. Und es geht immer ums Überleben. Sören lebt seit 10 Jahren auf der Straße. Was sind die schwierigen Momente? Ich denke, die wird es ja auch geben. Also tja, morgens ohne Geld. Und Körperschmerz auch mittlerweile schon. Ich bin 25 und es geht langsam los, aber c'est la vie, ne? Was sind das für Schmerzen? Also ja, Magen ging halt vom Saufen. Naja, kann man auch nichts machen, oder? Alle müssen wir sterben. Um ihre Hunde können sie sich oft besser kümmern als um sich selbst. Maciek ist 21 und gerade in Berlin gestrandet. Vor Jahren ist er von zu Hause abgehauen. Einfach Lust, ein bisschen Ärger gehabt mit den Eltern und dann kam das so. Man wollte sich nichts mehr sagen lassen. Sunshine nahe zu kommen ist nicht leicht. Sie hat sich Menschen anvertraut und ist enttäuscht worden. Sie hat Freunde im Alter von 12, 13, 14 Jahren sterben sehen. Das prägt. Die Biografien von Straßenkindern ähneln sich in einem Punkt. Katastrophale Verhältnisse im Elternhaus, Alkohol, Gewalt, Kälte statt Mitgefühl. Und irgendwann die Entscheidung, dass alles andere besser ist, als diesen Zustand länger auszuhalten. Sunshine war als Kind der ständigen Tyrannei ihrer Mutter ausgesetzt. Dann mussten wir fragen, ob wir auf Toilette gehen dürfen. So, weil sie mittags ja ihre Ruhe haben wollte. Und sie das gestört hat, wenn einer durch die Wohnung läuft. Ich muss fragen, ob ich auf Toilette gehen darf. So Sachen. Ja, und dann bin ich irgendwann mittags so, okay, alles klar, sie schläft. Zack, Fenster auf, raus, eine Stunde. Bin wieder reingekommen und irgendwann stand sie im Zimmer. Also irgendwann hat sie halt mitgekriegt, dass ich mich mittags immer verpisse. So. Und dann hat die meine Fenster zugeschraubt, zuschrauben lassen. Das war richtig lustig. Mit 12 Jahren trifft sie die Entscheidung, für immer abzuhauen. Ja, irgendwann bin ich dann einfach. Ich bin nachmittags rausgegangen und einfach nicht mehr wiedergekommen. So. Ich habe Leute kennengelernt. So. Und habe dann mein erstes Bier getrunken und dann das zweite und. Dann war ich mir meiner Meinung noch sicherer und irgendwann dann habe ich mich auch gar nicht mehr getraut, wieder zurückzugehen. Es beginnt ein einsames Leben. Geburtstage, Weihnachten, allein. Ihre Mutter macht keinen Versuch, sie zurückzuholen. Ihr Vater ist schon lange abwesend.
Heute, 10 Jahre später, versucht Sunshine einen Ausstieg. Sie hat eine kleine Wohnung. Überhaupt nicht an die Zukunft denken. In 15 Jahren, was ist in 15 Jahren? Ich bin morgen mit Sicherheit schon tot. So. Das ist auch nicht mehr. Das ist nicht mehr das wahre Denken von mir. Nee. Das Klick kennt jeder in der Szene. Es ist ein Kontaktladen für Straßenkinder in Berlin. Für einige Zeit war es auch für Sunshine ein wichtiger Anlaufpunkt. 3-mal die Woche gibt es hier Essen für 50 Cent. Gutes Essen. Das Klick finanziert sich momentan fast zur Hälfte über Aktion Mensch. Den Rest steuern der Berliner Senat und Spenden bei. Aber die weitere Finanzierung ist ungewiss. Hinter der Theke stehen die Sozialarbeiter. Sie geben Essen aus. Aber eigentlich, sagen sie, bauen wir Beziehungen auf zu Menschen, die fast nur gestörte Beziehungen kennen. Da die Jugendlichen jeder Institution, jedem System, jedem misstrauen, der ihnen sagen will, wie es geht, arbeitet das Klick ohne Druck. Dass wir halt erstmal nicht unbedingt den Veränderungsanspruch stellen, dass wir halt sagen, ihr könnt hierher kommen, so wie ihr seid. Es geht erst im zweiten Schritt darum, von der Straße wegzukommen, aber erstmal seid ihr so willkommen, wie ihr seid. Jedes Jahr kommen mehr Jugendliche ins Klick. 650 waren es im letzten Jahr, die das Hilfsangebot nutzten. Dass man es schafft, zu Menschen, die sich schon ganz zurückgezogen haben, in Kontakt herzustellen und sie aus sich herauszulocken und gleichzeitig aber auch, dass man selbst aus sich herausgeht und auf andere Menschen zugeht, ich denke, das ist eine ganz große Herausforderung. Einmal die Woche gehen die Sozialarbeiter auf den Alex. Der Platz, anonym und flüchtig, ist eine Art Zuhause für die Straßenkinder. Hier schnorren sie, hier treffen sie Freunde, aber hier werden sie immer wieder auch von privaten Wachmännern vertrieben. Dann haben die Streetworker keine Chance, sie zu erreichen. Wenn du Lust hast, vorbeizukommen, ab 16 Uhr. Bei der Kontaktaufnahme, sagt Erika von Klick, läuft ganz viel über die Hunde. Über sie kann man die Jugendlichen oft leichter ansprechen. Ja, und Hunde sind da auch eigentlich kein Problem. Genau, Hunde sind da auch gar kein Problem. Und wir haben auch einmal die Woche komplett Tierärzte. Was sie durch Schnorren verdienen, geben sie für Essen, Drogen und Hundefutter aus. Die meisten, die wir gesehen haben, haben ja auch Hunde. Die müssen versorgt werden und werden auch sehr gut versorgt. Den Hunden geht es zum Teil besser als ihren Haltern, zum Teil, ja, also rein körperlich. Die Hunde haben auch deswegen so eine große Bedeutung, weil sie eine der wenigen dauerhaften Beziehungen sind, die sie haben. Das Pony, das Dackel und das Lancelot. Ja, der hier. Hunde sind wie Familie. Wenn einen alle im Stich lassen, der Hund ist immer da. Das ist einfach halt mein Hund. Das ist besser wie ein Mensch, muss ich so sagen. Tiere sind besser wie Menschen. Tierärztin Jenny Klemmt fährt seit 7 Jahren in einem alten Rettungswagen durch Berlin. In Zusammenarbeit mit den Sozialarbeitern von Klick hat sie eine Tiersprechstunde eingerichtet. Das Projekt ist einzigartig in Deutschland, finanziert sich über Spenden. Und Jennys mobile Praxis war vom ersten Tag an voll. Die wenigsten Straßenkinder können sich einen Tierarzt leisten. Deswegen sind die Behandlungen kostenlos. Einzige Bedingung, sie müssen sich vorher einen Termin geben lassen. In der Enge des Wagens bekommt Jenny viele Geschichten mit. Sie ist einer der wenigen regelmäßigen Kontakte, die diese Jugendlichen haben. Es ist unbestritten, und da gibt es tausende von Studien, dass ein Haustier der Seele gut tut. Und wir können überhaupt nicht abschätzen, wie schlecht es den Jugendlichen hier ginge, wenn sie ihre Tiere nicht hätten. Weil das ist der einzig beständige Begleiter. Echte Freundschaften auf der Straße gibt es extrem selten, das sind eher Zweckgemeinschaften. Eine von ihnen sagt, es macht keinen Unterschied, ob du alleine auf der Straße lebst oder als Oma in einer Wohnung. Mit einem Hund hast du wenigstens eine Verbindung und gehst in Berlin nicht ganz unter. Es kommt auch immer wieder vor, dass Passanten ihnen Hundefutter vorbeibringen. Das ist mein Hund. Und die Mutter von ihr. Woher hast du einen Hund? Wir haben den Wurf damals in Barcelona gefunden in der Mülltonne. Also es waren 6 Welpen, wir haben die alle mit der Nuckelflasche großgezogen und dann hierher gebracht. Die meisten von ihnen kommen wegen Impfungen. Können wir nicht weit rein? Alles in Ordnung mit ihr? Ja.
Jenny spritzt gegen Tollwut und Staupe. Für Kastrierungen hat sie lange Wartelisten. Mit den Impfungen ist allen geholfen. Dadurch stellen die Hunde auch für die Passanten kein Gesundheitsrisiko mehr dar. Blendend weiße Zähne, wie machst du das? Putzt du sie? Nee. Das ist ungerecht. Mein Hund hat nicht solche Zähne. Und immer wieder versuchen sie, ihre Dankbarkeit auszudrücken. Sie stülpen ihre Taschen aus, wenn sie so sie denn intakt sind, und geben mir noch die letzten Cents. Sie haben sonst wirklich nichts weiter. Aber sie möchten sich bedanken und geben mir ihre letzten Cents. Allein 5 von ihren Hundehaltern sind im letzten Jahr durch Drogen gestorben. Wenn Sunshine über den Alex geht, trifft sie immer wieder alte Bekannte. Aber sie hält Abstand zur Szene. Sie sagt, irgendwann weißt du nicht mehr, was du reden sollst, weil auf der Straße dreht sich das Leben immer um dieselbe Frage. Woher bekomme ich was? Irgendwann hat sie eine Entscheidung getroffen. Der Punkt, wo ich mir dann gesagt habe, so, nee, jetzt musst du irgendwas ändern, ist, als ich bis hier, also bis ich über beide Ohren an Schulden gesteckt habe. Also nicht nur bei Ämtern, sondern auch private Schulden, also eigene Kumpels. Und das war so ein Ding, das Geld. Das war echt so ein Ding. Ja, und dann hast du mal wirklich jemanden, zum Beispiel einen Typen kennengelernt, der vernünftiger ist. Und dann, was weiß ich, der geht studieren oder hat studiert oder was weiß ich, irgend sowas. Und was machst du so den ganzen Tag? Ich hänge rum, ich mache nichts. So, das war immer ein blödes Gefühl. Das ist einfach nicht gut. Wer schafft es? Wer schafft es nicht, weg von der Straße zu kommen? Auf diese Frage kann auch das Klick, das seit mehr als 10 Jahren mit Straßenkindern arbeitet, keine Antwort geben. Aber immer wieder können sie vermitteln. Ein Wiedereinstieg in die Schule, ein handwerkliches Praktikum oder einfach mal was ausprobieren, wie ein Raum weiter in der Holzwerkstatt. Kein anderes Projekt bietet das. Über das konkrete Machen haben sich viele Jugendliche stabilisieren können, haben daraus eine Perspektive entwickelt. Wir haben eine Studie gemacht, wo wir nach Berufsvorstellungen und Berufswünschen gefragt haben bei 60 Jugendlichen hier in Berlin auf der Straße. Und wir haben gemerkt, dass 70% der Jugendlichen wirklich ganz klare Berufsvorstellungen hatten und auch ganz klar äußerten, in welchem Bereich sie gerne mal später arbeiten wollen. Was halt häufig ganz jenseits ihrer der Voraussetzungen, schulischen Voraussetzungen ist, was sie halt, die sie halt mitgebracht haben. Aber diesen Wunsch gibt es auf jeden Fall. Das Klick hat auch Sunshine ein Praktikum finanziert. Später hat sie sich selbst einen Ausbildungsplatz als Veranstaltungstechnikerin gesucht. Eines hat sie auf der Straße sicher gelernt, sich durchzusetzen. Heute Abend während des Konzerts wird sie den Verfolger bedienen. Wenn die Solisten nach vorne gehen werden, wird Sunshine das Licht einschalten. Ich habe halt was zu tun. Und das ist jetzt halt auch nicht so, dass ich total egal bin. Also, ach ja, die ist halt da oder so. Nee, das ist jetzt halt anders. Und was macht es mit dir? Also, wie veränderst du dich da? Ich fühle mich nicht mehr unwichtig. Ja. Natürlich gab es Krisen. Sie muss um 6 Uhr aufstehen. Das war die Zeit, zu der sie früher schlafen gegangen ist. Aber sie zieht die Ausbildung durch und steht jetzt kurz vor ihrer Abschlussprüfung.